jetzt bei Undercover Boss. Arno Fressedick Frankenheimer ist Chef der berüchtigten Rockerbande Hells Angels. Aber er sieht sein Unternehmen in Gefahr und will dabei nicht tatenlos zusehen. Ja, richtig, du dumme Sau. Da unten an der Basis, das fluppt nicht mehr so richtig. Alle lahme und verweichlichte Pissgesichter, wenn du mich fragst. Da muss sich was ändern. Und deswegen mache ich jetzt einen auf. Undercover. Der resolute Rocker hat sich für Undercover Boss zum ersten Mal seit Jahren die Haare gewaschen. So kann ihn keiner erkennen. Genau, du Dreck! Arno Fressedick Frankenheimer, Chef der Hells Angels, ist undercover. Bei Dietmar Kubelik, dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden der Bottroper Hells Angels, hat er sich als angeblicher Neurocker Frankie Meyer beworben. Ich weiß echt nicht, warum ich immer die Flachpfeifen ausbilden muss. Ganz im Ernst, der Typ ist so scheiße. Ihr könnt glatt bei den Bandidos mitmachen. Apropos Bandidos. Dietmar hat die Frau des gegnerischen Bandenchefs entführt. Nun soll Arno alias Frankie zeigen, was er kann. Doch für ihn kommt es zu einer Überraschung. Ich habe natürlich gedacht, dass die Alte mich sofort erkannt hat. So oft, wie ich die früher genagelt habe. Aber die hat sie wohl nur erschrocken, weil ich mal frisch geduscht war. Eine Woche später wird Dietmar erneut in die Lagerhalle zitiert. Heute will sich der angebliche Arno als Hells Angels Chef zu erkennen geben. Noch ist Dietmar ahnungslos. Ich habe keine Ahnung, was die von mir wollen. Ich habe nur gehört, dass einer der Bosse mit mir sprechen will. Ich habe schon mal mein Testament gemacht. Auch als Arno sich zu ihm an den Tisch setzt, erkennt Dietmar seinen ehemaligen Praktikanten immer noch nicht. Und Dietmar? Kannst du denken, warum du heute hier bist? Du willst mir jetzt nicht sagen, dass der Prospekt ein scheiß V-Mann war. Willst du mich jetzt deswegen umbringen oder was? So ist es nicht. Aber stimmt, der war nicht echt. Ich habe es gewusst! Der stank nämlich wie eine feige Schwuchtel! Dietmar ist nicht nur erleichtert, er hat sich zwischendurch auch erleichtert. Aber trotzdem hat Arno Fressedick Frankenheimer eine Überraschung für ihn. Und? Erkennst du mich jetzt? Ich war dein Prospekt. Oh. Oh. Das war für die Schwuchtel. Danke. Aber Dietmar, weil du so tollen Einsatz gezeigt hast, möchte ich dir was schenken. Hier, bitte. Ein wunderschönes Reihenhaus in Bottrop. Oh nee. Oh nee. Oh.